Servus, liebe Leute, heute eine Runde Clash Royale und habe ich hier das beste Deck oder das neue OP-Deck gefunden? Man weiß es nicht. Wir springen mal in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Milliarden Live-Kämpfe. Mal schauen. Pokémon Go, bin ich noch am Überlegen, wie ich es aufnehmen soll, ob ich in der Gegend rumlaufen soll, mit der Kamera filmen soll. Ist ein bisschen schwierig, deshalb keine Ahnung. Aber ansonsten probiere ich es irgendwie anders, aber das sollte vielleicht gehen. Hoffe ich, dass das geht. Und jetzt probieren wir es hier. Ja, Eisgeist, komm. Komm, Eisgeist. Rein mit dir. Auf den Royal Giant Boom kaputt. Wir müssen ein bisschen mitgehen und dann werfen wir. Ja, Koboldfass lohnt sich nicht. Doch, das Koboldfass lohnt sich. Das Koboldfass lohnt sich. Das Koboldfass lohnt sich. Des Todes sogar. Das lohnt sich. Ja, ich habe den Miner nicht. Das ist das Problem. Mit dem hätte ich viel, viel lieber gespielt. Aber ohne Miner geht es natürlich auch das Deck. Halt nicht ganz so gut, wenn ich ehrlich bin. Gehen wir doch mal hier vorne mit dem Ofen vor. Ofen immer ein bisschen vorsetzen, damit du gleich mal ein bisschen was abräumt und der Royal Giant nicht auf meinen Tower schießen kann. Das ist natürlich richtig unglücklich. Den lassen wir jetzt rechts hinten stoppen. Das Musketier. Oder die Musketierin. Wie auch immer, ist gerade Latte Macchiato. Aber neues OP-Deck, Fragezeichen. Wird das Video sicherlich heißen? Sollte es heißen. Jetzt müssen wir langsam mal den Gift setzen, Pascal. Langsam muss jetzt mal der Giftzauber kommen. Er ist drin, der Giftzauber. Wunderschön. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich schick mal hier einen Mini-Packer hinten raus. Und hier sollte jetzt erstmal einiges abgehen. Wir setzen einen neuen Ofen dazu. Und wir setzen vorne das Koboldfass hin. Das ist echt recht günstig, dieses Deck. Kostet echt nur 3,0. Das ist nahezu nichts. Und Mini-Packer durch. Und dann haben wir das 1-0 schon easy geklärt. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir eigentlich nur auf Defensive spielen. Überleg gerade, ist das so sinnvoll oder sollen wir wirklich auf die 3 Sterne gehen? Ich überlege gerade ernsthaft. Weiß nicht. Musketieren immer hinsetzen, da wo der Ofen nicht so wirklich vertreten ist. Ansonsten hätten wir ein Riesenproblem. Da holen wir jetzt auf jeden Fall mal die Hexe weg. Hab natürlich alles erwischt, wunderschön, wie ich es wollte. Ofen, Eisgeister, Mini-Packer, Sepp-Zauber, Boom. Alles kaputt und wir können gleich mal wieder in Angriff gehen. Ja, das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht mit dem Miner. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass da ein Miner kommen sollte. Aber im Prinzip macht es auch gar nichts. Wir haben noch genügend Power. Oh, der war so schlecht gesetzt. Der war schlecht gesetzt. Muss ich auf meine Kappe nehmen. Boah, war der schlecht gesetzt. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir setzen hier einen Mini-Packer hin. Da setzen wir Knall drauf. Dann hauen wir das hier drauf. Friert ihn ein. Und boom, wir haben gewonnen. Gutes Spiel, Fräulein. Gutes Spiel. War nicht gar nicht so schlecht, junger Mann. Waren Asiate, keine Ahnung, Chinese, Japaner, Vietnamese, allen von diesen Buchstaben kann ich nicht entziffern, aber haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal fertig gemacht. Wir holen uns auf jeden Fall mal die Crown Chest noch, die will ich jetzt noch haben. Und dann geht's ab. Jetzt brauchen wir nochmal 2 Sterne. Ich würde sagen, das ist der letzte Kampf für die Episode. Wird ja schon mal reichen. Ja, das lassen wir einfach mal durchlaufen, das brauchen wir jetzt ja nicht. Das ist nicht der Rede wert, würde ich sagen. Die 200, 300 Schaden. Ist natürlich klar, dass sich das summiert, das Ganze. Aber wenn man das einmal durchlaufen lässt, ist gerade egal. Bevor ich da jetzt irgendwas setze, das ziemlich teuer ist, lasse ich das lieber so gut sein. Das hat er gut gemacht. Hat erstmal schön meinen Mini-Packer fast schon kaputt gemacht. Und mein Musketier. Und das hat er echt bock stark gemacht. Hier kommt erstmal mein Koboldfass. Das er direkt mit einem Sepp klärt. Das hat er steuer gemacht. Sepp geklärt. Das habe ich aber auch, wenn ich ehrlich bin, recht dumm gemacht. Wenn er einen Sepp oder einen Pfeilhagel hat, dann ist das nicht so vorteilhaft, wenn ich ehrlich bin. Jetzt setzen wir auf jeden Fall mal das Musketier, ansonsten erleiden wir zu viel Schaden. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ach, das ist dumm, wenn ich das jetzt setze. Kommen wir mal mit dem Eisgeist hinterher. Hauen mal ein bisschen raus, aber jetzt sollte er sowieso mit irgendwas Gescheitem kommen. Oh, ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Nicht viel, nicht wenig. Ist in Ordnung. Was machen wir? Wie verteilen wir das jetzt? Fug. Mini-Päcke. 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 Okay, ich hab's mal. Mini-Päcke on the 2 Uhr. Boom.
Farb, ne, keine Ahnung. Habe ich da Lust zu, ein Farbmeld zu machen? Bestimmt nicht. Ansonsten sind ja einfach nur mein Deck rot eingekreist. Das könnte ja eigentlich auch lang. Mehr habe ich jetzt eigentlich auch ehrlich gesagt keine Lust jetzt zu designen, weil warum denn auch? Ich muss aber ehrlich zugeben, diese Runde sieht mager, mager, mager aus. Ich wage zu bezweifeln, dass wir das Ründchen gewinnen. Komm, Musketiere, du musst jetzt nach links schießen. Perfekt, sowas geplant. Ja, den machen wir auch fertig. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Ach Gottchen. Wie machen wir das jetzt? Komm, Minibäcker. Ja, schön. Irgendwie das hier gemacht. Der Hogrider ziehen wir irgendwie noch schön an. Da ist noch ein paar Dinger da raushauen. Eisgeister. Und jetzt haben wir halt gleich verloren. Aber schwurscht. Vielleicht holen wir ja noch einen Tower. Ich wage es zu bezweifeln, denn es sieht ganz schön schlecht aus, Fräulein. Jetzt können wir noch einen Push wagen, vielleicht. Einen Push können wir uns erlauben. Und ich glaube, er hat einen Feuerball, sonst würde er jetzt nicht auf die Seite gehen. Oder er will uns ärgern, damit er einfach irgendwas in letzter Sekunde setzt. Und wir dann daran sterben sollten. Aber an sich ändert sich das ja eh nichts mehr. Wir haben verloren. Und er kommt mit dem Feuerball. Hat er gut gemacht. Ansonsten gutes Spiel. Ich würde mal sagen, das war's dann für die Folge. Und schaltet auf jeden Fall heute Morgen wieder ein, wenn es wieder heißt Clash Royale oder halt Pokémon Go. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.